Dämonen telefonieren nicht nach Hause. Okay. Habe ich auch noch nie gehört, dass die das machen. Und weiter geht's. Und hier schön wegstrahlen. Da ist noch einer. Und noch einer. Bei denen muss man auf jeden Fall immer in Bewegung bleiben. Die machen richtig fett Schaden, wenn die an euch rankommen. Immer schön auf Abstand halten, die Jungs. Gut, geht halt immer nur in eine Richtung. Man kann dann nicht mehr schwenken, nachdem man es abgefeuert hat. Aber eigentlich so schlimm. Man brettert einfach und bröstet einfach einmal querbeet durch. Und dann läuft das. Ja, hier aber einige Bäumchen schon wieder am Start. Ich würde mir auf jeden Fall mal den Magnet diesmal mal gönnen. Weil ich glaube, der würde uns viel bringen, weil ihr seht, viele Sachen verschwinden einfach. Weil wir keine Chance haben, ranzukommen. Und vielleicht, hier ist auch gleich schon direkt der Shop. Und dann nehmen wir mal den Magnet diesmal mit. Und dann können wir uns sogar noch ein Medipack gönnen. Sehr gut. Was hat der Junge hier noch am Start? Für 25 noch eine Rüstung. Das sind wahrscheinlich wieder hier große Geschwindigkeitsstiefel. Die kosten 60. Strahlenator. Die Luger. Okay, ja, Luger habe ich immer dabei. Das ist ja eher schon, geht ja heutzutage schon eher als Spielzeugwaffe durch. So. Oder als antikes Erbstück. Okay, hier können wir wieder. Also läuft. Geht. Wir können den Rattenkönig freispielen. Okay, warum nicht? Ja, und jetzt wie ihr seht, wir kriegen automatisch alle Sachen. Das ist natürlich richtig gut. Vor allem die roten, für die roten Kristalle zu farmen. Zack, Medipack rein. Also die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist richtig gut zum Farmen. Ich will mal einen... Nice. Wir haben, glaube ich, noch, ja, wir haben noch hier ein Stichmonster am Start. Na, komm und verwandel dich doch. Natürlich, Helmut muss man natürlich immer solange es geht, aus dem Kampf rauslassen. Weil wenn der stirbt, dann sind wir natürlich down, ne? Und dann die anderen Transformationen, die können sterben, das ist nicht schlimm. Aber wenn Helmut down ist, dann starten, fangen wir wieder von vorne an. Ist auch egal, ob die anderen Transformationen noch volle Leben haben. Das bringt uns dann leider gar nichts mehr, nachdem wir tot sind. Nice. So. Rattenkönig gegönnt. Oh, doch, wir haben jetzt auf einmal drei. Sehr gut. Dann würde ich mal das Stichmonster weglassen und nehmen wir wieder hier unseren Kollege, den Strahlemann. Den Strahlemann, Digga. Der macht richtig Bock. Hier schnell Dings. Boah, schön, komplette Rüstung. Sehr, sehr geil. Boah, übertriebene Rüstung. Und was haben wir hier? MK45, okay. Aber wir behalten erstmal noch die Standardwaffe. Boah, schön rösten den Boy. Ah, schade. Übertriebene Rüstung. Also jetzt schon meine Lieblingsfähigkeit, auf jeden Fall. Allein schon der Schaden, wie der
wieder reingeht. Das war's mit dem Junge. Und zack, wir sammeln alles auf einmal ein. Super, super gut. Haben wir hier noch Muni am Start und noch einen Munitionsgürtel. Sehr gut. Und Medipack drücken wir uns auch gleich rein. Oh, das ist so übel. Ne, wir können einfach einmal durchlaufen. Ah, doch nicht. Schade. Ich dachte, wir können einmal durchlaufen. Schade, haben wir uns selber in die Luft gejagt. So, Zeit für den Rattenkönig. Nice. Boah, der ist schön schnell, der Rattenkönig. Geht gut ab. Immer gut ausweichen. Da haben wir Shop und da geht es schon wieder zum Boss. Dann sind wir fertig hier mit dem Level. Ich sage, holen wir uns noch ein paar Medipacks. Und haben wir hier noch eine Münze. Nice. Wir haben 74, sehr gut. Wir noch ein Medipack holen. Und was nehmen wir noch? Hier die dicken Geschwindigkeitsstiefel. 5% Geschwindigkeit, super gut. Und dann würde ich sagen. Oh, das. Also unser Monster ist auch schon angeschlagen. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben mit dem Rattenkönig. Aber wir haben auch noch ein Medipack am Start. Tödlicher Astrologe. Sehr gut. Den kenne ich noch gar nicht. Hauptsache er teleportiert sich nicht ständig weg. Ja, der frisst gut Schaden. Also der läuft auf jeden Fall. Oh, 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 hier dick Bomben verteilen, der Junge. Immer noch eine Waffe. Die täte ich jetzt mal einsetzen. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, eine Hälfte haben wir schon. Nice. Wo ist der Boy? Ja, mit seinem kleinen Bömpchen da kann er uns nicht beeindrucken. Ja, schön hier heilen. Vorsorglicherweise. Da kann man echt gut ausweichen. Obwohl man keine Ausweichrolle hat, kann man echt gut ausweichen. Das finde ich gut. Das war's mit der Muni. Dann haben wir jetzt noch hier die MG45, glaube ich, heißt sie. Ja, Reichweite ein bisschen kurz. Aber Schaden läuft. Ah, schade. Nice. Schatzdrohnen. Munition. Und hier noch eine Rüstung. Super gut. Dann nehmen wir wieder unsere Standardwaffe. Und? Ne, wir haben leider nichts wieder aufgeladen. Schade. Dann geht's weiter. Ein Tod ist für manche Dämonen nicht genug. Oder für Helmut. Dann sind wir im zweiten Abschnitt. Level 1. Oh, 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 oh. Voll ins Nest rein. Da Pille mitnehmen. Das Geile ist, mit dem Karattenkönig kann man auch um die Ecke schießen. Aber gut, natürlich direkte Treffer sind natürlich immer besser. Oh. Das macht uns Schaden, oder? Nee, das Wasser macht uns keinen Schaden. Also Heilung.
Aber wir haben schon wieder 40. Oh, Volltreffer. Wir haben schon wieder 40 blaue. Und rote haben wir voll gehabt, oder? Haben wir da was für freigespielt? Weiß ich gar nicht, ob wir dafür was bekommen haben. Vielleicht sehen wir das erst, wenn wir das Spiel beenden. Oh, miese Krise. Hier unser Stichmonster raus. Und, oh, da hat wieder volles Leben. Sehr gut. Da war irgendein Item, was uns geheilt hat. Oh, wir können auch mit dem hier die Waffe vom Rattenkönig nehmen. Nice. Ja, die gefällt mir natürlich besser als der Hammer. Gehen wir mal hier zum Shop. Natürlich hier wieder Medipacks, alles was geht. Und 35 haben wir noch übrig. Ja, ich würde mal hier auf die rote Rüstung sparen. Ich glaube, die bringt uns am meisten. Ansonsten haben wir hier Bazooka, die war auch nicht schlecht gewesen. Ist aber teuer mit 50. Waffen haben wir eigentlich genug. Munitionsgürtel könnten wir uns noch mitnehmen. Ja, muss aber nicht sein. Schön heilen. Oh. Was macht uns denn? Wir sind vergiftet. Ja, können wir hier auf jeden Fall nächstes noch eine Mutation mitnehmen. Orkfee, geil! Aus dem verzweifelten Versuch heraus, weniger gehasst zu werden, ließ sich dieser Ork zur Fee ausbilden. Du wusstest nicht, dass man sich zur Fee ausbilden lassen kann? Online gibt es aktuell sogar einen offenen Kurs, in dem noch Plätze frei sind. Sehr geil! Orkfee. Habe ich auch noch nicht gehört. Nice, da haben wir's. Noch hier den Skorpion. Schön ausweichen. Super gut. Ach, come on. Noch 7 Gegner to go. Noch schnell ein Medipack rein. Nice, das war's. Orkfee. Aktive Fähigkeit. Sieht wie eine Katze aus. Miaut wie eine Katze. Verschießt einen regenbogenfarbenen Kegel. Super Blitzer. Flatulenz. Wie eine Katze. Passive Fähigkeit. Verwirre und sorge mit dieser Teleportationsfähigkeit auf kurze Entfernung für Unterhaltung. Ein echter Gag, ein echter Hit auf Partys. Okay. Ja, dann schauen wir uns gleich mal an hier. Die Orkfee. Wo haben wir sie? Da. Ja gut, eine Teleportation ist das ja nun nicht. Das ist ja auch nur ein Ansturm. Na, wir haben eine Trophäe bekommen. Und sie stanken glücklich. Noch eine Trophäe, die ganze Gang ist hier. Also wir haben wohl anscheinend alle Transformationen gefunden. Oder zumindest die Standard-Transformationen, würde ich mal jetzt sagen. Ich glaube, da gibt es später auch noch richtig krasse, seltene.
Die Orkfee, Alter. Wie krank ist das denn? Oh, wir haben keine Medipacks mehr. Oh, hier kommen kleine Strahlemänner. Oh, sieht schlecht aus für unsere Orkfee. Immer schön alles kaputt machen, vielleicht gibt es irgendwo was, was heilt. Gut, da sind wir auch durch. Oh, jetzt sind wir schon wieder im letzten Raum. Dann nehmen wir mal einen anderen. Nehmen wir lieber den Rattenkönig. Nice. Ja, der geht auch bald down. Oh, ein bisschen hält er noch durch, Digga. Come on. Mach die weg, Jung. Nice. Noch einer. Nice. Sehr geil. So, gehen wir mal zum Shop. Dann gönnen wir uns hier mal noch die Rüstung. 3 Armor. Super. Und mehr geht hier, glaube ich, gerade nicht. Nice. Dann geht's weiter. Level 2. Kanalisation. Eine erfolgreich abgeschlossene Herausforderung schaltet eine neue Transformation frei. Gut, das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen. Hier ein bisschen mit Helmut aufräumen und unsere Waffen ein bisschen ausprobieren. Und dann schauen wir mal. Da Medipack. Na, falsche Taste. Machen wir mit unserem Stichmonster weiter, der hat noch die meisten Leben. Na, schöner Boss hier am Start hier. Oh, das war's. Schönen Schaden machen. Den können wir auf jeden Fall noch schaffen, den Miniboss. Wenn wir jetzt gut aufpassen und uns nicht mehr so viel treffen lassen, dann geht es auf jeden Fall. Orkfee. Schade. Ah, komm, komm. Ah, schade, schade. Hab gesehen, ich habe alles aus der Trickkiste gezogen.